Ja. Gestern waren wir ja schon unterwegs. Ey, das müssen wir mal eben schnell erzählen, weil ich wirklich begeistert bin. Und zwar, fragt nicht warum, aber wir waren in der Nähe von Hamburg in Buxtehude. Für alle Österreicher und Schweizer, die uns zuhören, die Stadt gibt es wirklich. In der Nähe von Hamburg halt. Ja, und wo früher noch ganze Theaterstücke am Boulevard gespielt wurden. Tante Trude aus Buxtehude und so weiter. Uli Richter, Klaus Havenstein, Rudi Carrell, Ja. Peter Alexander. Oh, Lass nee, nee, nee. mir mal bloß die Dern in Ruhe, ne? So, und da gibt's Deutschlands besten Strandkorbhersteller. Wusste ich bis gestern noch nicht. Ich wusste gar nicht, dass es Strandkörbe in der Qualität gibt. Wie nennen die sich? Buxtehuder Die Strand? Strandkorbprofis. Die Strandkorbprofis. Also ihr gebt einfach einen Buxtehude und Strandkorb und ihr kommt dahin. Das ist jetzt keine Werbung. Ich habe auch zumindest noch keinen. Aber wenn du Aber ich einen war hättest, beeindruckt. oder? Ja. Und ich habe auch, man sieht ja ab und zu mal im Baumarkt so ein Ding stehen, ne? Oder was weiß ich, so Sonderaktion bei irgendeinem Discounter. Und dann denkst du dir, ja, das wäre schon ordentlich, ne? Und dann kommst du da gestern hin, setzen wir uns in so ein Ding rein und dann denkst du, das gibt's auch alles in richtig amtlich, Ja, wie so ne? ein Bentley, ne? Ja, genau. Der Bentley unter den Strandkörben. Ja, Strandkörbe aus Buxtehude. Ey, Wahnsinn. Handgefertigt, alles genäht und Das spürst du untenrum. Wahnsinn, ne? Ja, Wahnsinn. also ich hatte für mich abgespeichert, ich kenne jetzt nur die Gemieteten aus Ja. St. Peter-Ording oder Ording oder Borkum. Oder Norddeich, ne? Ja. Und ja, man sitzt ja nie so richtig bequem in den Dingern. Entweder ist das Fußteil zu kurz oder man kann die nie richtig kippen und so weiter. Aber Leute, das gibt's halt auch in richtig gut. In so einem Teil könnte ich pennen. Ja, und das haben wir uns gestern wirklich angeguckt. Wir sind eingeladen worden und das war beeindruckend. Das war wirklich beeindruckend. Da habe ich noch gedacht, siehst du, was war denn dein Spruch noch immer? Teuer ist nicht teuer, sondern billig, nee, billig gekauft ist teuer. Oder wie geht da nochmal der Spruch? Ja, wenn er von mir ist, wer billig kauft, kauft zweimal, sagte mein Alter immer. So, bitte, nein, da Dann, sind wir und bei da hat er aber deinem noch zwei Sprüche, die darauf aufbauten, weil immer wenn du mal wieder richtig in die Scheiße gegriffen hattest, sagt er, ja Junge, wolltest schlau sein, ne? Und der dritte war, wenn der Schnapper den Schnapper schnappt. Ah, ich begrüße.